das verfault ihr doch unter der Hand, das Gerät. Das können Sie doch einfach in den Kühlschrank wieder reinlegen. Das bleibt doch der Fernbedienung unbenommen. Ja, aber sie legt doch nicht ihre... Soll sie denn... Was ist denn das für eine Scheiße, wenn sie ihre Fernbedienung in den Kühlschrank legen soll? Kann sie doch machen. Ja, aber das ist doch unpraktisch. Dann sitzt sie da auf ihrem Sofa und dann sagt ihr... Und dann ist sie nicht da. Dann sagt sie, ach nee, die muss ich erst mal aus dem Kühlschrank holen, weil mir die sonst verfault. Wie kann sie das so? Dann liest sie ein Buch. Guckt sie gar nicht fern. Dann liest sie. Scheiße, ja, dann liest gib mir bitte gleich noch einen Hobel. Du musst mir aber auch immer meine schönen Vorschläge und meine Geschenke musst du mir auch verleihen. Das ist doch unhygienisch. Das muss dir doch auch mal klar sein. Du kannst das doch... Dann kann sie doch die Kiste austauschen. Dann kann sie doch eine neue kaufen. Mach ihr das doch, mach das doch aus Knete oder irgendwas. Nee. Dass das, Fimo. Wenn du das so, Fimo. So, dann backst du das in den Ofen und da hat sie immer Freude dran. Wenn ich eine Fernbedienung in den Ofen lege, bei 220 Grad, da geht doch der Satellit kaputt, wenn der da gleichzeitig funkt oder so. Nein, du brauchst doch nur, du machst eine Mulde. Mal, wieso erkläre ich dir jetzt, wie du die Fernbedienung in eine Fimo-Pizza bauen sollst? Soll ich dir sagen, warum du es mir erklärst? Ja. Weil du in Wahrheit, mit mir sympathisierst. Und weil du mich eigentlich toll findest. Du bewunderst mich, ne? Hier, aber weißt du, was jetzt jemand sagt? Das gibt's denn dort zu lachen? Das gibt's denn dort zu lachen? Das gibt's denn dort bitte zu lachen? Da gibt's überhaupt nichts zu lachen. Da gibt es gar nichts zu lachen. Überhaupt nichts. Das ist eine ganz ernste Sache. Hör bloß auf, das kann ich nicht weitererzählen. Jetzt hier, pass auf. Aber weißt du was, Kager jetzt, ne? Weißt du was? Kager ist runtergegangen. Wie kommst du auf die Idee, bitte? Sag mir das einmal. Ich glaube, dass du das verschweigst, weil du dir das selber nicht eingestehen machst. Und sonst wärst du schon längst mal bei Jürgen Fliege gewesen, wenn der noch eine Sendung hätte und hättest dich ausgesprochen. Aber der ist schon nicht mehr da, genauso wie der lila Launebär. Sie sind alle weg. Alle sind sie weg. Apropos weg. Kager jetzt ist das Stichwort. Er ist doch dann jetzt runtergegangen in den Keller. Ja, deswegen hab ich doch auch so einen Brand, weil kein Bier mehr da war. Und er hatte doch ungefähr, oder was? So, und er hatte doch extra Bier gekauft und das hat er noch aus dem Keller holen wollen und hat es aber nicht gefunden. Er hat es nicht gefunden. Nee. So. Und dann war er eine Weile weg. Ne? Und dann hat er sich eine Problematik ergeben. Als er weg war? Ja. Dann kam er wieder, hatte nur noch einen Schuh an und war wohl ausgerutscht. Hä? Ne? Auf der Treppe oder was? Unten, ja, weil Frau Kager hat ja unten auch ist ja so ein Außer, die hat doch jetzt so ein Kräuterbeet, ein Gemüsekräuterbeet. Und dort direkt dran ist doch dieser eine Keller, da wo die anderen nach der Rede haben, da hat doch Kager jetzt um die Ecke dann immer das Bier. So, und da wollte er das holen, ist dann nur die Treppe hoch und dann ist er wohl ausgeglitten. Und dann hat er seinen Schuh nicht wieder gefunden, weil das war eine Dämmerung. Und er war eiligerweise ohne Brille runter. Und da wollte er sich dann jetzt nicht in Richtung Beet trauen, weil er da Angst vor hatte. Das meinte ich doch jetzt mal sorgen bei den Einzelmännchendienst. Weil ich dann nämlich nachher, bevor ich jetzt hierher gekommen bin, habe ich das schon mitgebracht. Weil ich ja genau wusste, ne? Guck mal hier, das ist nicht über den nicht, Schuh nicht, von Kager. Nee. Weißt du was? Leg dir nicht, ich hab doch gerade weißt du, was ist? Aber sag weißt mal. Du, was ich dachte? Ich stell ihm das... Was nee, denn? Ne. Was denn? Was? Ich stell ihm das daher. Was ist das denn? Das zeige ich dir gleich. Ich wollte ihn das sauber machen und ihm das so ein bisschen nett, so mal sagen, ein bisschen nett vor die Tür stellen. Das sieht doch aus. Weißt du was? Er ist nämlich auf eine Nacktschnecke. Guck mal hier. Nee. Lass sie doch drin. Was denn? Aber die ist tot. Sie ist doch tot. Tu die da rein. Was denn? Ich wollte sie dir nur zeigen. Tu die da rein jetzt. Es essen zweitrangig. Du eierst hier nicht mit einer Schnecke durch die Gegend. Es ist ein zweitrangiges Tier. Es ist mir scheißegal, das ist hier ein Gastronomiebetrieb. Jetzt mach das da wieder rein. Ich wollte sie dir nur zeigen als Beweis. Ja. Darauf ist Kager ausgerutscht. Weißt du warum? Weil ich hab doch. Sag mal. Ich hab doch eine Bierfalle aufgebaut. Und jetzt hast du da den Schneckenscheiß an der Hand, oder was? Schneckenschiss. Man sagt auch Elvira Schneckenschiss. Kennst du?
Jetzt hier, pass auf. Guck mal, das sieht doch nett aus. Jetzt. Es sieht wie früher, wie diese Korbspender, wo die Weinflasche drin war. Ja. Lambrusco, Lambrezza, ja, das ganze Programm. So, nun nimm den mal wieder weg. Ich wollte dir nur zeigen, ob du das elegant findest. Ja, ob das vielleicht bei Kage auf Wohlgefallen stößt, wenn das vor seiner Tür ist. Dass ich ihm ein Bier schenke und gleichzeitig muss sorgen, sein Schuh wieder dort. Da kann ich dich doch wohl mal um Rat fragen. Stellst du zu Hause, wenn du mit deinem Schuh durch ein dreckiges Bild gelaufen bist, ne, stellst du den dann bei dir zu Hause auch auf den Tisch? Mach ich den noch sauber, so. Jetzt hier, weil ich hatte doch im Garten... Jetzt wisch dir erstmal hier die Schneckenscheiße ab. Habe ich doch eine Bierfalle aufgebaut, mein Ingomar. Eine Bierfalle ist das Stichwort. Deswegen war doch bei Kagas auch kein Bier mehr. Ne? Ne? Weißt du? Ja, weiß ich. So, weil ich dir das gesagt habe. So, und jetzt muss sorgen, Kager hat sein Bier vergeblich gesucht. Und jetzt war es aber so, die Bierfalle sollte mir sorgen, die ganzen Schnecken von dem Kräuterbeet von Frau Kager vertragen. Mhm. Ich dachte, das ist eine feine Sache jetzt in Sachen Frühlingsanfang und so weiter. Ne? Mhm. Ne? Ne? Mhm. Und jetzt war es aber so, dass mir sorgen, Kager auf den ganzen Nacktschnecken ausgerutscht ist. Ne? Mhm. Das war deswegen nur, weil die Nacktschnecke an sich, ne? Ja. Die hat ja keine Uhr, die hat ja nicht umgestellt auf Sommerzeit. Die war viel zu früh, die Schnecke. Die sind zu früh gekommen. Die war zu früh für ihn, oder für was? Für ihn, die war zu früh für ihn. Wenn es die in dieser Nacht nicht umgestellt worden wäre, dann wären die Nacktschnecken Stunde später gekommen und Kager wäre nicht ausgerutscht. Ja, das ist... Was gibt's denn dazu, ne? Mahlzeit! Ja. Und mit Peter! Alles klar, na, bitte. Geht dir das gut? Mir geht das hervorragend. Ja. Peter. Alles klar? Ja. Ja. Na, Peter. Bisschen feuchte Hand gerade, aber ja, bisschen kommt von Herzen, Hände. Ne? Ja. Kommt von Herzen, ne? Hast du auch mitgekriegt mit den Grünen jetzt, ne? Ja, ja. Ne? Das ist aber nicht hier in Hamburg, ne? Das ist in Hessen irgendwo oder was, ne? Nein, nicht Hessen. Württemberg. Es ist Baden-Württemberg. Ist das auch Hessen? Nö, ne? Das ist noch nicht Hessen. Ja, Baden-Württemberg ist noch nicht Hessen, ne? Baden-Württemberg ist noch nicht ganz Hessen. Und was ist nun? Kommen die Grünen nun, oder wie sehe ich das? Sie kriegen wahrscheinlich einen neuen Bürgermeister, ne? Wie sagt man denn da? Ministerpräsident. Dann wird das Benzin ja wieder teurer. Nee, nicht. Wenn das Grünen sind. Ich hab schon gesagt, dann baut Porsche Fahrräder. Das ist meine Meinung. Auch nicht schlecht, ne? Viertürer, ne? Ne? Ja. Viertürer-Fahrrad. Das ist eine gute Idee. Viertürer-Fahrrad. Das wäre schön, ne? 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 Ich will was mitnehmen heute. Ja, mach mal. Was möchtest du? Gib mir mal ein Schnitzel und ein bisschen Kartoffelsalat. Ja. Und wenn du mir eine Cola jetzt und ich hab ein bisschen Durst. Boah. Ich hab jetzt nur die großen Flaschen hier, oder? Ja, dann lass Wissen es wir? Alkoholfreies, wenn es geht. Ja. Ne? Ja, okay, mit dem Fahrrad da. Ja, klar. Gut. Schau mal hier, weißt du, was hast du mitgekriegt? Machst du auch schon Frühjahrsputz? Nee, noch nicht. Das wäre zu kalt. Oder klar? Hier möchtest du ein kleines? Lieber kleines, ja. Gebe ich dir ein bisschen günstiger, ne? Ein Mörderhunger heute. Nee, Frühjahrsputz mach ich noch nicht. Weil ich hab gelesen, ich hab für selbstreinigende Ware bei mir zu Hause. Was ist das denn? Wo das abperlt. Lotus-Effekt, das ist das Stichwort. Ach so, ich hab eine neue Idee gehabt mit einem Spezial-Vaseline-Gemisch. Nur sorgen, die Wände einzustreichen, damit das automatisch abperlt. Das kommt edel. Der Dreck, ne? Weißt du, Lotus-Effekt. Kennst du Lotus-Effekt? Lotus-Effekt? Lotus-Effekt von der Lotusblüte, die kann nicht dreckig werden. Das habe ich schon mal gehört. Die Blüte kann nicht dreckig werden. Das perlt einfach. Da geht es nicht ran. Der ganze Dreck, der geht doch gar nicht ran. Ich hatte nur Ärger mit Westfall, weil ich habe von außen bei ihm am Auto das erst ausprobiert und eine Scheibe damit eingelackert. Aber wollte ich fragen, weißt du, was ich gehört habe? Hier, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone und machen Frühjahrsputz. Stimmt, und der eine hat an seinem Auto hat er das geputzt, ne? Ja. Ne? Wer war das noch? Hier, Rocky an Rambo oder was? Rocky an Rambo, ne? Rocky und Rambo ist der gleiche. Ach so, ja, das ist ja der stimmt. Ne, aber Rocky an Terminator vielleicht oder umgekehrt. Ich frage mich nur, wenn die jetzt mal sorgen, wenn die beiden Typen, ne? Die beiden Typen Frühjahrsputz. Möchtest du Speck oder Speck, ja. Gute Idee. Wenn die beiden Frühjahrsputz machen, das geht doch gar nicht gut. Da bricht doch sofort der Besen ab. Ja. Weil die zu viel Kraft haben, ne? Aber die werden auch schon wieder flau. Die sind auch schon nicht mehr die Jüngsten. Ja, das nicht so. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Was wolltest du denn sagen? Die pumpen sich doch hier gerade mal mit Ach und Krach noch mal ein bisschen auf. Ja, die werden aufgepumpt. Ja, klar. Meinst du, die werden aufgepumpt? Ich denke, natürlich. Wie geht das bei mir? Weiß ich nicht. Die haben doch gerade noch diesen Film gemacht. Mit diesen ganzen Fredis da, diese ganzen Action-Typen. Doch kommt das wieder mit dem Pump gern hin.
Nein, das ist was anderes. Das ist doch her, ne? Ja. Man weiß es doch. Pumpgun, ja. Aufgebombene Pumpgun. Das hört sich gut an. Ja. Aber weißt du, was hier der ganz große